Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Willkommen zu einer neuen Folge von Avalon Code. Wo war ich zuletzt? Ja, warte, hier wohnt unsere Freundin. Ah ja, wir wollten ja diesen komischen Kamui, Kamui ansprechen. Blumenbedeutung. Das hier, hier. Waldtropfen, sie bedeutet Freude. Was für eine hübsche Blume. So eine Blume, die... Ja. Die hier... Pagoda, sie bedeutet naive Anmut. Das ist eine hübsche Blume. Ja, okay, ja. Ich dachte, die bringt Heldenblüte, sie bedeutet Zielstrebigkeit. Okay, das können wir von der nehmen, super. Was ist das für eine Pflanze? Kana-Blume, sie bedeutet Bedächtigkeit. Das ist eine hübsche Blume. Ja, habe ich noch. Diesen Sonnenblume hier, Katzenblume, sie bedeutet Launhaftigkeit. Was für eine hübsche Blume. Hast du noch eine Blume? Ja, hab ich. Diesen Maiskolben hier, Schnuppergras, sie bedeutet mit dem Strom schwimmen. Hm? Okay. Hab ich keine mehr? Okay. Ja, kann ich die Bedeutung erklären? Ich gehe mal in sein Haus rein und beobachte mal alles. Verdammt. Rampo, du nervst mich nur, das weißt du nicht. Was zum Teufel? Hä? Stufe steht der Beruf von Zeugen weiter so. Warte mal. Wenn das so ist, dann muss ich... Aha. Okay. Was ist das denn? Medizinpflanze, was kann sie denn? GP Heilung 9. Wenn diese Pflanze eingenommen oder eine Wunde gelegt wird, kann sie Wunden heilen und Schmerzen lindern. Okay. Achso, so ist es also. Ich verstehe. Man muss alles untersuchen. Und dann kriegt man ein Element. Was steht denn jetzt? Einzelheiten und unbekannt. Mysteriöse Gestalt. Gesichtet auf dem Stadtfriedhof. Einzelheiten, ja, okay, habe ich jetzt kapiert. Verdammt, okay, wir gehen erstmal da rein und untersuchen mal alles hier. Okay. Okay. Super. Ganz schön, okay. War das gerade niedriger geworden oder was los? Das will er nicht untersuchen. Okay. Wir haben wohl alles untersucht. Fruchtsaft. Fruchtsaft haben wir bekommen. Verdammt. Wir besuchen mal unsere Freundin da oben. Vielleicht ist da oben eine... Was? Noch eine Blitzmeldung? Was? Mystische Juwelen gefunden in den Grana-Ebenen und Dreiwege-Ruinen. Verdammt, so viele Blitzmeldungen. Ich kann doch nicht überall suchen, verdammt. Verdammt. 666. Voll mit Büchern. Das will er nicht untersuchen, das aber... Aber das will er bestimmt untersuchen. Will er nicht? Boah. Willst du den Stuhl untersuchen oder was los? Und das? Nein, das will er nicht, ist klar. Das auch nicht. Okay. Reden. Schlosstoren. Was? Was wollen die Menschen Krieg ziehen? Was zum Teufel soll ich noch untersuchen? Hä? Das Fenster oder was? Das Bett vielleicht? Nein, okay. Ich gehe einfach mal raus und untersuche mal die Gegend hier rum. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt genau momentan machen muss, aber ich untersuche einfach trotzdem alles. Kann ja nicht schaden.
Also, als ich das letzte Mal hier untersucht habe, kam das nicht. Das weiß ich noch. Untersuch das Bett. Spring auf das Bett. Verdammt. Mann. Wartet. Ach, wartet. Okay, es geht weiter. Warte, was muss ich jetzt alles hier untersuchen? Karte, bitte. Dankeschön. Schreibtisch vielleicht? Schreibtisch? Okay, wartet mal. Okay, es geht weiter. Okay, momentan gibt es hier unten nichts, weil wir 1000 Punkte maximal erreicht haben. Und kann man hier was untersuchen? Ja, schön für das Geld. Okay, das haben wir jetzt auch. Okay, man kann hier nichts bekommen. Schade, schade, schade. Aber wir haben wenigstens Medizinpflanze und Fruchtsaft bekommen. Leckeren Fruchtsaft. Das will doch jeder mal haben. Soll jetzt zu meinem Lehrer gehen oder was los? Ich will Bock, meinen Lehrer zu besuchen. Keine Ahnung warum. Was war in diesem Haus denn eigentlich? Achso, da wohnt der. Untersuchen wir das mal. Da kriegen wir auch etwas Schönes. 666. Okay. Okay, wir haben was bekommen. Super, super, super. 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 Und Heldenhut. Ein Hut, okay. Steigert Attacke, mindert MB-Verlust. Derselbe ernannte Held. Duran liebt diesen Hut. Was? Duran liebt diesen Hut? Der Hut ist zwar nicht besonders hübsch, aber sein Träger fühlt sich wie ein Held. Wegen Bock das zu machen. Verdammt, ich will das machen. Verdammt, wie soll man das denn machen? Keine Ahnung. Hi. Karte weg, nachreden. Roxas, es gibt übrigens etwas, das ich dich fragen wollte. Weißt du diese Blume, die ich immer pflücke? Die ich auf den fantastischen aussehenden Hut trage? Was? Du denkst, es ist Zeitverschwendung? Naja, das kann ich verstehen. Wie auch immer, gestern bin ich irgendwie wie gewöhnlich los, um sie zu pflücken. Als ich auf ein seltsames Monster stieß. Am besten kann es beschreiben werden als wie ein Albtraum. Als erfahrener Held war mir schnell klar, dass das schlechte Nachrichten waren. Und denk bloß nicht, dass ich aus Angst weggerannt bin. Ist klar. Das war alles Teil meines Plans. Roxel, lass uns gehen, um das Monster zu besiegen. Ich folge dir. Es sollte am Heldeneingang sein. Hä? Wie zum Heldeneingang? Was ist los mit dem? Scheiß auf ihn. Ich scheiß auf ihn. Und was? Okay. Sein Bett. Suchen wir seine Unterwäsche. Unterwäsche-Time. Roxas ist ein Perverser. Yeah, Roxas ist pervers. Okay, das haben wir. Nee. Warte, wenn da 833 ist, da kann man doch alles untersuchen, oder nicht? Verdammt nochmal, warum kann man das nicht alles hier untersuchen? Okay. Ja, das ist ein Stuhl, aber warum untersuchst du das hier nicht? Du brauchst das richtige Material. Was? Ein Tabu-Einde, nichts über Doran sagen. Du brauchst das richtige Materialisieren. Na, fick dich. Ficke dich. Verdammte Scheiße nochmal. Egal, wenigstens haben wir das bekommen. War das jetzt richtig? Ich weiß jetzt nicht. Wo ist der Meister? Da. Welchen Schlüssel braucht man da? Okay. Inhalt. Wir haben hier einen Schlüssel. Objekte. Schlüssel. Ganz falsche Sachen haben wir da drin. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah, das machen wir später. Ich darf es nicht vergessen, sonst... Vielleicht verpassen wir dann etwas. Okay, hier gibt es nichts zu untersuchen. Da reden wir mit unserem Meister hier. Wie geht es dir? Reden. Stille Körper sei... Ja. Ach, fick dich, Meister. Du hast sowieso nichts anderes zu sagen als das da. Hat eigentlich eine Frau? Das will ich mal wissen.
Stimmt sie sicher? Ja. Was? Hey Roxas, wo bist du denn hingeverschwunden? Ach, ist ja auch egal. Hast du bemerkt, wie sich die Stadt verändert hat? Überall Krieg. Wo man auch hinsieht. Ich werde kämpfen, das ist meine Chance. Krieg ist für den Bauern die beste Möglichkeit, sich einen Namen zu machen. Pa, ist doch nicht meine Schuld, wenn er sich die Finger verbrannt. Du musst ja nicht mitkommen, Roxas. Du bist einfach nicht hart genug, na dann. Wir sehen uns. Okay. Ich glaube, er macht sich Sorgen um dich. Ich will nicht in den Krieg ziehen. Aber so kommen wir auf den schnellsten Weg zum Schlachtfeld. Roxas, wir werden dich dorthin begleiten. Das Schloss sucht sicher Rekruten. Okay, wir wissen jetzt... Mokko, okay, das haben wir. Also, wir wissen jetzt schon unser Zielort, wo wir hingehen müssen. Warte, wir können uns da hinlegen. Lauter Briefe. Das. Okay. Und ein Bett. Ausruhen. Die Schlafmusik geht ja noch. Ja, die geht ja noch. Okay, das kann man nicht mehr untersuchen. Raus mit uns. Okay, es ist immer noch Nacht. Schade. Was zum Teufel? Okay, da geht's zum Schloss oder so. Anscheinend. Okay, wo ich jetzt hingehen wollte, war ja... zu der Geister... Von hier kannst du nicht fallen lassen. Ah, okay. Okay, wir wollten ja... Warte, habe ich da alles eigentlich untersucht? Nein, noch nicht alles. So. Habe ich jetzt 1000? Ja, ich habe 1000, okay. Aber wieso bekomme ich nichts von ihr? Sechs. Die Zahl kommt ja sehr oft hier vorbei. Eine Schlägerei, was? Okay. Ich kriege nichts von ihr. Schade. Wenigstens einen Kuss, aber gibt's ja nicht hier. Okay, die suchen Rekruten. Das merken wir uns. Trotzdem gehe ich mal die Stadt erkunden. Und wer zum Teufel wohnt ihr eigentlich hier? Okay, immer noch nichts. Das hier. Okay. Und was gibt's hier? Will er nicht untersuchen? Okay, jetzt gibt's noch eins, was man noch untersuchen muss, anscheinend. Das Buch vielleicht? Werkzeugkasten. Irgendwas musst du da untersuchen können, Mann. Boah, figgi dich ins Knie. Warte, wo war die Geisterdings-Haus? Ah, da. Verlassenes Haus, außen. Ey, Onkel. Was? Wenn ihr so alleine, willst du nicht mit mir spielen? Ja. Juhu, ich bin so glücklich. So, was soll ich spielen? Lass uns so tun, als ob zu spielen. Minja ist die gefangene Prinzessin und du bist der glorreiche Ritter. Wie wär's, wenn der rote Junge der schrecklichen Dämonenfürst ist? Redet sie über mich? Das gibt's nicht. Was jetzt passiert? Er ist weggegangen. Okay, dann muss dieses Gras genügen. Hä? Gras als Dämonenfürst. Okay, du bist so schlau. Okay, los geht's. Verwende dein Buch. Um den Dämonenfürst in den richtigen Augenblick niederzustrecken. Oh, mein tapferer Held. Ich bin nur eine arme Prinzessin in einem Königreich des Ostens. Ach, der böse Dämonenfürst hat mich gefangen genommen. Tapferer Held, du musst ihn mit meinem heiligen Schwert niederstrecken. Du hast es geschafft. Der Dämonenfürst ist nicht mehr. Danke, tapferer Held. Nimm diese Blume als Dankeschön. Ups, ich habe keine Blume. Tut mir leid. Ich besorge das nächste Mal eine von Duran. Danke, dass du heute mit mir gespielt hast. Ich hatte viel Spaß. Ups, ich muss jetzt gehen. Bis später. Diese Prinzessin ist vielleicht anstrengend. Okay, wir haben Gras gemacht. Wie zum Teufel bin ich jetzt da reingekommen? Okay, wir gehen mal da rein. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.